Und dann wünsche ich euch heute viel Spaß mit vielleicht dem letzten Mal CS 1.6 auf meinem Stream. Ich kann nichts versprechen. Zwei Events stehen noch an. Keine Ahnung, ob ich die streamen werde. Somit genießt jedes Spiel, was heute noch stattfindet. 6 Stück an der Zahl werden es sein. Und das erste ist Virtus Pro gegen Navi und die Map wird Tuscan bleiben, so wie es hier die ganze Zeit im Warm-Up an war. Ich war mir nicht sicher, ob die nochmal gewechselt wird, aber es bleibt. Oder es ist geblieben. Und wir haben Navi als T. Brauchen hier komplett zum B auf und wird es pusht. Banane, schönes Silent Flash im Z. Oh, krasse Headshots. Und Navi schon richtig angeschlagen. So, 2 gegen 2. Und jetzt 1 gegen 2. Aber Kure kann das machen, 1 gegen 1. Zeus aber mit 27 HP hat die Bombe. Kommt auf jeden Fall zum Plant. Mal sehen, wie er sich entscheidet. Wo er, hingeht. Oh, der hat ihn gespottet. Jetzt natürlich wieder Vorteil bei Zeus. Oder Zeus. Boah, nein, oder? So ein ekelhafter Held-Vorleck. Boah, aber kein Kit bei Kur. Boah, krass. Das war richtig knapp. Rein 2 Sekunden später und die Bombe wäre auch gegangen. Aber Pistol geht an Witz Pro. Noch mal kurze Worte zum Turnier. Und zwar haben wir heute nur 4 Teilnehmer im TechLabs Cup 2012. Also, was heißt TechLabs? Naja, doch, TechLabs Cup UA, musste man sagen. Also Ukraine. 4 Teilnehmer haben wir nur: ESC, Navi, Virtus Pro und Place to Play. Navi hat gekauft. Spielen aber eine sehr defensive Runde. Virtus Pro aber schon richtig viel Kontrolle. Und zwar werden wir heute das System von Lirpus sehen. Oder was ist von Lirpus? Dieses neue Spielsystem, wo. Boah. Krass, da hat Navi gerade richtig Probleme. Kassieren hier übel die Frags. Nur noch Senja. Mit der Bombe. Krass. Also, er hat sich das Kaufen überhaupt nicht ausgeteilt. Wie gesagt, das erste Spiel wird Virtus gegen Navi sein. Danach Place to Play gegen ESC. Die beiden Sieger aus den Spielen spielen natürlich auch zusammen, genauso wie die beiden Verlierer. Also es ist eigentlich ein ganz normaler Turnierbaum, bis auf das Finale dann Best of Three gespielt wird. Der Rest ist BO1. Und Kura durfte hier zum Naschen ansetzen, hat es aber nicht ganz geschafft. 3:0. Für VP. Und ich muss sagen, ich vermisse das Durchswitchen mit den Zahlen. Also muss ich selbst erstmal wieder. Nein, oder? Willkommen bei 1.6. Oder überhaupt willkommen in CS. Wo wirklich fast kein Spiel mal am Stück gespielt werden kann. Mussten wir jetzt hier schon über eine Stunde warten. Jetzt ist ja schon wieder pending. Ah. Nein, sorry für den Titeltrack unten. Sehe ich jetzt gerade noch im X-Split. Sorry dafür, aber ist jetzt raus. Hat auch gerade die Comments nicht an. Ja. So, können wir schon mal einen Blick auf die Stats werfen?
geht's doch schon weiter. Sehr fein. So, gut, Mitte unten. Kann auf jeden Fall die Steps ansagen. Oh, da liegt eine dicke Smoke. Diesmal Senja mit First Strike. Ach, Krufer schießt da, aber es stand da wirklich extrem offen. Und diesmal sieht die Runde sehr gut aus für Navi. Nur noch Kuchen. Ne, Hooch, sorry. Kuchen war ja mit der AWP. So, da ist Hooch auch low und wer ist das neben ihm? Edward. Ja, Hooch schon in der Lobby, aber trotzdem, die Waffe wird er nie im Leben durchsafen können. Das sind ja jetzt auch schon Mitte unten und sie werden alle jagen gehen. So, jetzt macht er ein bisschen safe an der Bombe. Ja, aber Hooch macht das gut, vermutet er, dass die T's über Katze safen. Leider nicht der Fall. Bin gespannt, ob Virtus Pro jetzt gleich kaufen kann nochmal. Aber eigentlich vorhin in der Runde, wo Navi gekauft hat in der zweiten, haben sie nur eine Waffe verloren. Das sollte eigentlich noch drin sein. Boah, da macht Zeus ein bisschen, jetzt hast du sogar mit der WP. So, schauen. Jo. Kuchen hat direkt wieder Arme. Hat geschrieben, Ingame-Sound ein bisschen lauter. Also Virtus Pro pflegt ja heute wirklich einen sehr aggressiven Spielstil. Und Navi geht dem Ganzen aber auch gut aus dem Weg, indem sie einfach nur Katze hochfahren. Und hat keinerlei Gegenwehr. So, da sieht man es. 3 nach am B, also Virtus Pro hat er wirklich sehr lange gebraucht, um durchzupushen. Und jetzt der Retake wird halt super hart, zumal Starix da auch schon den Frag setzt. Und VP entscheidet sich auch richtig hier zu safen. Boah, aber Zeus hat da so viele Steps gehört. Schöner Headshot. So, Lex nimmt noch einen mit. Also TBS safe von den CTs, auch sehr interessant zu sehen. 3-2. Für mich gibt es heute übrigens keinen richtigen Favoriten, muss man sagen. Jetzt so das Ende von 1.6, so schade es ja sein ist, aber keine Ahnung, wer hier noch trainiert. Also ich glaube, Virtus Pro ist gut am Trainieren. Also ich glaube, sie haben alle trainiert, aber von Navi hat man jetzt zum Beispiel noch gar nichts in Richtung Go gehört. Von ESC zum Beispiel weiß man ja, dass sie nach dem Event auf jeden Fall wechseln. Bei Place to Play, da haben auch schon ein paar Spieler, oder nehmen ein paar Spieler noch am Go for CSGO Cup teil. Jetzt am Sonntag, oder haben sie schon, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall Dossia und Fox, die beiden Brüder, soweit ich weiß. Also da ist auch Bewegung drin, aber wie gesagt, bei Navi und VP hat man da nichts gehört. Mal gucken, ob das Einfluss auf die Leistung hat. Mit einem wichtigen Position-Spot. Boah, zieht aber zu früh raus, hat er noch keinen Support von seinen Mates bekommen. So, jetzt werden die T's aber gut abgeflechtet. Die Bombe ist noch an der Tür. So, Makalov macht wichtig, öffnet da die Mitte. Oh, da liegt noch eine Smoke. Sieht man jetzt leider nicht. Bombe ist durch, also fast keine Chance mehr für Kuchen und wer ist das? Und Chaos. Safen auch. Also Navi hat da wirklich extrem gut schon mal drauf reagiert. Auf Virtus Pros Spielstil. Vielleicht wurden auch Demos geguckt und sie wussten es von oh, schön die Waffe gesehen von Kucher. Vielleicht wusste sie es auch von vornherein, dass Virtus Pro sowas so extrem offensiv immer spielt. Und hatten dann vornherein schon einen Plan.
Wichtig, den First Check zu setzen von Navi in der Eco. Wir decken wirklich gut ab, nur noch Evil. Kommt jetzt von hinten? Ach, aber Zeus. Schlau wie er ist, guckt er nach hinten. 4 zu 3 Navi mit der Führung zum ersten Mal in diesem Spiel. Wieder aggressiv. Fuchs wurde, glaube ich, weggeflasht. Hat sich da zurückgezogen. Navi setzt wieder zum Türsplit an. AVP blockt die Katze jetzt offensiv. Oh, schöner First weg. Nein, ihm will sie da keinen. Aber Hut am Spot. Kann jetzt nochmal defensiv gehen. Schade, dass die HE verwirft, die wird gut gesessen. So, zwei Katze. Einer an der Tür noch. Smokes liegt. Oh, schöner Headshot nochmal von Hooch und jetzt nur noch Edward. Oh. Nice One-Shot, aber Kuchen steht mit der AWE. 4 zu 4, schönes Spiel hier. Schöner Schlagabtausch bisher. So, da jetzt keine weiteren Comments kommen mit Lauter oder sonst was, gehe ich mal davon aus, dass Voice Game Sound passt. Rutsch wieder offensiv. Ah, das verstehe ich nicht von Virtus Pro, wie sie immer weiter aggressiv handeln da. Also, ich weiß nicht. Sie merken, dass Navi nur noch über Katze kommt, nur noch Katze oder halt Tür mit Katze zusammen. Jetzt pushen sie wieder, es hat halt überhaupt keinen Effekt. Sie lassen halt den Raum viel offener für Navi. Sollten vielleicht einfach mal eine komplett defensive Runde probieren. Ruhig mit einem am B. Wobei man sagen muss, die Katze handeln sie nicht gut. Da ziehen sie nur einen Frag und dann ist Lex direkt gestorben. Katze Evil hat auch keinen Frag gemacht. Steht ja auch recht unten am Scoreboard. Keinen guten Job gerade an der Tür. Und Navi wieder mit der Anti-Eco. Man vorhin gesehen, komplett Lobby aufgebaut. Und da ist auch wirklich gutes Gas drin. Kennt man so auch gar nicht. Was muss ich mal meinen von Navi? Eigentlich mal sehr, sehr, sehr abgeklärt in den Ecos. Sehr langsam. Auf Tuscan scheint es auch mit ein bisschen Gas zu klappen. Wird es übrigens mit Doppelspar? Nur Deagles. Jetzt blocken sie Tür zu zweit, aber da kommt Navi nicht. Schöner Hut. Jetzt bräuchte er vielleicht eine Silent Mitte, aber da hat niemand eine. So, Hut kann das vielleicht noch ansagen mit der Deathcam. Mitte sind sie jetzt schon durch. Boah, der hat Evil aber auch wirklich lang gebraucht, um ihn zu töten. Und nur noch Kuche. Geht auch direkt den Shot von Zeus. 7 zu 4. Und jetzt bin ich gespannt, was Virtus macht. Dachte ich mir schon fast, dass Navi jetzt drüben hingeht. So. Wieder offensiv, kriegt die AEs ab. Geht jetzt aber wieder, kann ich es gönnen. Jetzt gibt es einen Katze-Push. So,
Wenn sie das jetzt schnell ausschließen, Uche ist gleich wieder drüben. Also jetzt wissen sie eigentlich komplett, was abgeht. Sieht man auch sehr schön. Chaos Uche, Alarm B. Kuchen macht damit. Ah, okay, Kuchen zieht mit der Arme. So, hat jetzt gleich das Duell. Nein, wie sch was? Oh Mann, wie schlecht. Oh Mann, wenn er die ganze Zeit zielt, ich weiß nicht, was er da noch gemacht hat. Aber mit Hutsch haben sie nicht gerechnet. Oh, er macht. Oh Gott, wie schlecht die Runde bitte gespielt war. Scheint auch für die Spieler noch ein bisschen zu früh zu sein. Wissen komplett, was abgeht und handeln das dann so schlecht. Da sah VP wirklich nicht gut aus und die Runde müssen sie gewinnen. Und das wird so eine Key-Round gewesen sein jetzt. Mit das Pro wieder am Sparen. Das kann jetzt gut und gerne ein 11-4 werden. Wenn sie die Runde geholt hätten, stehen es 8-5. Und die Runde hätten sie locker mit vielen Mann überleben können. Also, und dann am Ende noch das 6-9 oder 7-8 vielleicht sogar zu machen. Aber jetzt. Dadurch, dass man die verloren hat, glaube ich nicht, dass sie jetzt noch irgendwas reißen können mit dem wenig, mit dem Geld, was sie haben. So, zwei Runden stehen noch aus. Mit Arme. Übernimmt die Mitte. Navi spielt zum ersten Mal ein bisschen was anderes. Zwei Lobby. Zeus unten. Also diesmal. Was? Faken? Ne, so richtiger Fake war es jetzt nicht. Hut setzt den First Fake. Zeus ist gleich an der Tür ready. So, Lex macht den Frag in der Mitte von der CDBs aus. Die Fricks am Spot fallen, aber Lex mit seinem zweiten macht einen guten Job in der Runde. Oh, Smokes liegen aber. Boah. Da ist Kuchen, glaube ich, einen Ticken zu früh rumgezogen. Jetzt 2 gegen 2 Situationen. So, beide warten ab. CDs machen es gut, zeigen sich da nicht dumm, wissen genau, dass die Ts abzielen. Gerade mit der AWP natürlich auch die Gefahr. Navi hat auch noch die Zeit. Oh Mann, oh Mann. Da zeigt sich Lex aber auch zu früh. Chaos hat noch die Flashes. Das war wieder nicht gut ausgespielt. So, Zeus hat alle Chancen in der Welt. Schöner Headshot. Boah, 25 Stats. Also sehr junges Heiß heute. 10-4. Mal gucken, was noch ein angesprochenes 11-4 sogar noch wird. Wieder haben sie Katze ausgeschlossen. Aber mal sehen, ob es diesmal vielleicht die Runde wird. Ja, weil so richtig Infos haben sie da noch nicht. So, da stirbt Chaos auch allein. Banane kommt runter, stirbt auch. Also ist da kein gutes Teamplay bei Virtus. Die Jungs scheinen echt noch nicht wach zu sein. Ich hoffe, legen da nochmal einen Zacken zu. In der zweiten Halbzeit. Oder halt spätestens im zweiten Spiel. So, da ist es. 11-4. Sehr, sehr bitter für Virtus, aber Navi einfach eine Klasse besser hier gerade in der Halbzeit. Immerhin geht es direkt weiter. Keine große Verzögerung hier mehr.
Und ich hoffe mal, dass das nächste Spiel, dass die ESC-Jungs und Play-to-Play dann auch schon ready sind und zügig connecten, damit sie wirklich ratzefatze nacheinander weitergeht. Türsplit in der Pistol. 3 unten und 2 Katze. Sus hat er jetzt schon den Kontakt. Oh, setzt den Frag und Makelov wirklich eine ganz ekelhafte Position. Nimmt keinen mit. So, haben sie jetzt Smokes oder nicht? Jetzt ist gerade die Entscheidung gefallen, zu zielen, ohne defensiv zu bleiben. Zeus so, kriegt den Head schon wichtig von Kucher. So, Equipment war am Start, sind jetzt gut auf Spot gekommen. Die Runde sieht gar nicht so schlecht aus, wenn sie sie jetzt nicht verdaddeln. Aber es kommt 2 über Katze. Interessante Entscheidung. So, und damit hat Kucher nicht gerechnet. Weil der Boost ist ja ganz nett, aber da muss halt auch Katze offensiv gedeckt sein. Oder war es nur noch Lex? Krasser Retake, Mann. Aber es ist auch schon wieder so schlecht von Virtus. Ohne Spaß. Haben die Überzahl und schaffen es einfach nicht, das zu halten. Da sieht man es, die Katze war halt von hier gedeckt. Also auch schlechte Kommunikation einfach. Sehr komisches Spiel von Virtus. Haben wir aber gekauft. Und Lex alleine mit AK. Okay, wollte schon sagen. Kucher ist hinter ihm. So, Edward mit First Strike. Zieht sich auch direkt zurück. Also da wird kein Risiko eingegangen. Jetzt gibt es einen Katze-Push. Lex hat aber nicht selbst gehört. Boah. Bisschen lucky da am Ende noch. Hat er nicht gut geschossen. Er hat gutes Timing, nimmt 2 Frags. Zeus pusht direkt nochmal hinterher. Wenn ich ihn erwischen würde. So, wurde er jetzt gesehen oder nicht? Das ist die Frage. Ich vermute nicht. Sehr schön gespielt von Zeus. Aber Hutsch war schon mit da oben. Und jetzt müsste der Katzenspieler kommen. Spätestens jetzt, wo der Contact da ist. Oh, Zeus hat die Steps. Wichtig. Aber Zeus ist heiß. So, 1 gegen 1. Starix gegen Hooch. Und Hooch hat Bombe gepickt. 20 Sekunden noch auf der Uhr. Kid gepickt von Starix. Boah, Hooch hat ihn nicht dort erwartet. 13-2 schon. Nette Klatsche, die hier Virtus Pro sich gerade abholt. Präger fragt, ob nur eine Map gespielt hat. Jupp, das ist der Fall. Raus im Finale. Alles Bio-1. Natürlich ein bisschen schade bei nur drei, bei 4 Teilnehmern, aber was soll's. 6 Spiele werden insgesamt gespielt heute. Also sind's insgesamt. Und natürlich wird's komplett ausgespielt. Bei so wenigen Teilnehmern wäre es auch ein bisschen verwunderlich, dass hier über mehrere Tage geht. Und es findet natürlich auch im LAN statt, in der Ukraine, in dem Megastore in Kiew. Auch interessante Deckung. Starix sehr weit off und Edward defensiv am Spot. Also sehr interessant, wenn sie da oben sein, wenn sie oben wären. Könnte Starix direkt von hinten pushen, aber schön gesprungen für Chaos. Edward aber Instant Refrag. Aber da sieht man es bei Navi wirklich extrem gutes Teamplay einfach. Wie gut sie das Händen sie so schön am Verschieben. Da sind direkt 2 Leute da. Wird das Spiel da aber auch nichts Gutes. Keinen richtigen Goal. Einfach nur reingefahren. Ich muss mir ganz kurz die Nase putzen. Achso, ist ja nicht zum Aushalten hier.
Zeus und hat First Fake, noch ein. Wird das Brot zwar auch nur mit Deagle, aber das Draw können sie nicht mehr abwenden. Auch wenn Hooch crazy ist, aber heute nicht crazy genug. 15-4, eine Runde noch. Und dann wird es hier mit Sicherheit 16-4 stehen. Schade, hätte mir einen spannenderen Auftakt hier erwartet. Aber ich bin sehr auf ESC gespannt, inwieweit sie noch hier das Level haben. In 1-6. Oder ob sie schon gut am Go-Suchten sind. Ich denke schon, dass sie noch trainiert haben. Mit der Möglichkeit, in Taunusstein da im ESC LAN Center gut zu trainieren. Die Frage ist, ob es noch so viele Teams gibt, gegen die man trainieren kann. Aber jetzt immer noch mal eine spannende Situation. Edward gegen 2. Weiß aber schon, dass beide B gehen. Müsste jetzt auch die Steps noch gehört haben. Oh, da hat er einen gesehen. Oh, schöner Schuss von Hooch. Da gibt es nochmal eine Ehrenrunde als C. 4-1 für Navi, 15-5 overall. So, gleich ein bisschen billig gefaked von Hooch. Virtus setzt zum Katze-Go an. Mangelhaft on spot. Tür. Senja nimmt einen mit. Immerhin. Gar nicht so einfach dort. So, aber nur noch Kuchen. Boah, was macht Zeus denn da? Springt hier einfach rein mit Tiegel. Aber Edward macht's, da ist es vorbei. 16-5, was ein langweiliges Spiel, muss man sagen. Wobei Navi wirklich schon relativ gut drauf ist. Virtus Pro hat mich aber überhaupt nicht überzeugt. Bin mal gespannt, was sie dann in ihrem zweiten und vielleicht sogar schon letzten Spiel machen gegen den Verlierer zwischen ESC und Place to Play. Das wird das nächste Spiel sein. Ich denke, meine Hilfe verbleibt gleich und es sollte hier in wenigen Minuten hoffentlich weitergehen.